Grüß euch. Hallo. Grüß dich, Bold Ennekist. Ich sehe gerade, da sind ein paar Bilderrahmen noch unten links bei dir im Bild. Wärst du so freundlich und könntest die etwas zur Seite schieben, damit wir hier ein ganz cleanes Bild für unsere lieben Zuschauenden erwirken können. Major Tom, grüß dich. Schön, dass du das erste Mal am Start bist. Und liebe Grüße zurück. Sind die noch da? Nein, nach Ostwestfalen-Lippe. Heise Nightmare. Liebe Grüße, Sali. Alles für alle habe ich vermisst. Hier, normalerweise alles für alle seit irgendwie einem halben Jahr oder so immer der erste Kommentar. Ja, das stimmt. Was ist da nur los? Nachtschicht. Jo. Heute ganz entspannt. Heute chillen wir halt einfach hier so ein bisschen rum im Stream und quatschen mit euch. OWL vereint sich im Chat. Strong. Sehr schön. Ist wahrscheinlich sonst gar nicht so einfach, zwei Leute aus OWL irgendwo zu finden. Ist eigentlich ein recht großes Gebiet. Ja? Auch für mich immer so... Wohnen jetzt schon auch, glaube ich, so 1-2 Millionen Leute oder so. Für mich immer so ein bisschen das Saarland NRWs, aber... Okay. Ja, mindestens 1 Million, würde ich schätzen, wohnen. Ne? Echt? Ja, klar, mit Bielefeld und Osnabrück, da sind ja, hast du schon die Hälfte zusammen. Osnabrück gehört Bielefeld und Osnabrück gehört noch dazu. Ich weiß gar nicht, was ein OWL. OWL war für mich immer so einfach dieser Rand von NRW. Ich habe jetzt richtig Angst, halt direkt mit so einem übelsten Schwachsinnstake hier reinzustarten. Schwachsinnstakes sind okay bei OWL, würde ich sagen. Okay. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, was ihr. Uiuiui. Detmold. Ja, Osnabrück stimmt. Ja, liegt in Niedersachsen, aber für mich gehört das irgendwie trotzdem dazu. Keine Ahnung. Osnabrück ist auch so eine Stadt, da vergesse ich immer wieder, dass sie existiert. Und Fredo auch das erste Mal dabei. Fredo. Grüß dich. Ich sag OWL 800.000 Leute. 800.000, ja, ich bleib jetzt einfach bei 1 Million. Auch wenn ich jetzt hier Osnabrück anscheinend fälschlich dazu geordnet habe. Ich war sogar noch letztens in Osnabrück. Was, in Osnabrück? Ich war in Osnabrück. Was macht man denn da? Einen Arztbesuch begleiten. Boah. Und? 600.000. Ach. Nein, 2 Millionen. Oh yes. Ich hab, mein Bauchgefühl war 1 bis 2 Millionen. Das ist ja echt und groß. Mensch. Yes. Und ich habe voll zugeschlagen. Regierungsbezirk Detmold. Die Osnabrücken hassen Westfalen. Okay, dann hasse ich jetzt auch die Osnabrücker. Ja. Danke für den Hinweis. Egal was ist, auch wenn es um OWL geht, NRW hält zusammen. Richtig. Ja. Ja, Leute, was geht so? Schreibt einfach rein über alles, was ihr sprechen wollt. Werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen. Haut einfach rein, was bewegt euch? Was habt ihr so für Fragen? Was geht? Was geht bei dir? Boah, ich fühle mich gerade... Das ist ein schlimmes Gefühl, da falsch zu liegen. Ja, das ist geil, dass ich dich halt besiegt habe in sowas mal. Das ist nicht schön. Eigentlich müsste ich es wissen. Grüße auch an dich, Rothanichist. Ja, ich bin gerade im Umzug. Mhm, ja. Und du hast deinen Umzug ja schon durch. Naja, durch. Ja, ja. Schon weit fortgeschritten. Ja. Also du bist auf jeden Fall hier drin, ne? Ich bin hier drin. Wir wissen. Ja. Du hast noch nicht die Möglichkeit, Lebensmittel zu kühlen. Richtig, ich habe noch keine Küche seit Wochen. Aber die kommt nächste Woche. Ja, also wie ist das so, sich generell von trockenen Lebensmitteln zu ernähren? Dich wird das verblüffen, aber es gibt die Möglichkeit, auswärts essen zu gehen. Und es gibt auch andere Menschen, die zum Beispiel Küchen noch haben, zu denen man gehen kann. Das ist krass, oder? Aber wenn oder? Du hier bist, isst du schon größtenteils trocken, oder?
Nee, also es gibt ja auch noch die Möglichkeit, diese neuartige Möglichkeit, Dinge sich liefern zu lassen. Das ist auch eine Möglichkeit, die dieses wunderbare System uns beschert hat. Ein Wasserkocher? Ja. Ja. Ich habe mir gerade hier noch, jetzt habe ich es leider in den Müll geworfen, aber so eine Fertignahrung produziert. Ja. Okay, ja, du bist im Umzug, also ein bisschen stressig bei dir, ne? Genau. Aber das wird sich dann ja auch die nächsten Wochen jetzt regeln bei dir. Und bei mir läuft eigentlich ziemlich gut. Ich bin sehr zufrieden mit der neuen Wohnung. Ein großer, schöner Schritt für mich. Echt eine tolle Butze bekommen. Ja, seht ihr ja auch. Sieht ja. Hat das auf jeden Fall frischer gestrichen als die alte. Es sieht halt wirklich fast genauso aus wie einfach in der alten Wohnung. Aber es wird sich in den nächsten Wochen was verändern. Ja. Brolli, schön, dass du das erste Mal schreibst. Hier ganz, ganz viele neue Leute das erste Mal im Stream. Schöne Sache. Ja, wie sind wir auf den Plattformismus gestoßen, ist die erste Frage von Roter Anarchist. Also ich bin auf jeden Fall zuerst drauf gestoßen. Ja. Das war dann, wann war das so? 2018, 19 rum? Ja, 2018 war das. Und ich war ja vorher in der Föderation, beziehungsweise wir beide, Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen organisiert. Das ist so eine strömungsübergreifende anarchistische Organisation. Da habe ich wirklich jahrelang einen Schwerpunkt drauf gehabt und viel gemacht. Hatte, ich glaube, 30, um die 30 Gruppen in der Höchstzeit. Wir hatten ja auch hier so eine Lokalföderation und so. Und dort war mir der Plattformismus schon ein Begriff. Also es wurde ab und zu mal über den Plattformismus geredet, oder zu reden wäre etwas schwach ausgedrückt. Ich glaube, es war primär ein Haten. Also es war halt sehr üblich, dass man auf den Plattformismus hinunterschaut, auf das Schmuddelkind der Bewegung, dass man eben sagt, ja, das ist so die schlimmste Ausprägung, die es gibt. Das ist irgendwie so eine Bolschewisierung und so. Und da war es eben so, dass das niemand beurteilen konnte eigentlich. Also es gab so zwei Leute, die wirklich Ahnung davon hatten, oder eine Person richtig Ahnung und eine so ein bisschen, weil die Person halt sehr viel Bezug zu Lateinamerika hat. Und da halt ja der Espezifismo, diese lateinamerikanische Ausprägung des Plattformismus sehr stark ist. Und da war es dann eben so, mein Mikro ist ein bisschen laut hier, so. Da war es dann eben so, dass ja, der halt dann verschiedene Sachen beurteilen konnte, was er da halt kritisiert hat und so, von den konkreten Experimenten, die dort in Lateinamerika stattfinden. Und das war dann eine Sache, wo dann immer so ein bisschen gehatet wurde und niemand wusste was. Und das war so mein Bezugspunkt, dass ich dann auch mal gesagt habe, so haha, ja, Plattformismus, irgendwie so Parteianarchismus, bla bla, was man halt dann so gesagt hat, ohne dass man Ahnung hatte, also shame on me. Und dann habe ich mich irgendwann später, eben dann jetzt 2018, ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum ich da nochmal drauf gekommen bin. Ich hatte auch den Text von 1926 nochmal schon früher gelesen, also den Begründungstext des Plattformismus, die Organisationsplattform der Allgemeinen Anarchistischen Union. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe den irgendwie nochmal gelesen und ich war auch so zu der Zeit ziemlich unzufrieden mit unseren organisatorischen Ansätzen und wie so der Bestand der Bewegung war. Und da war ich halt so, wow, ich weiß nicht warum, aber warum ich das damals nicht so gefühlt habe, aber dann habe ich das halt total gefühlt, den Text, und dachte mir halt so das ist es eigentlich. Und dann habe ich mich halt mehr darin vertieft, und das war halt für mich tatsächlich so eine Art zweite Erweckung, also so ein bisschen so, wo ich den Anarchismus generell für mich entdeckt habe, war, wo ich den Plattformismus entdeckt habe, nochmal so ein zweiter Frühling, wo ich einfach so da richtig drin aufgegangen bin, halt übel viel gelesen habe und da probiert habe, mich dem Ganzen dann halt zu nähern. Und daraus ist dann ja auch die Plattform eben entstanden, dass ich dann da die Initiative halt gesetzt habe für was Neues. Wie war es dann bei dir? Ja, ich glaube, im weitesten Sinne
Würde ich sagen, dass ich durch dich da drauf gestoßen bin. Ich glaube, weil ich das dann ja auch so mitbekommen hatte, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon wahrscheinlich ein Jahr oder so zusammen gewohnt. Ja, ja. Vielleicht. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und ich glaube, ich bin vorher schon mal in Kontakt damit gekommen, dass ich irgendwie darüber gelesen hat und auch mitbekommen habe, dass das wirklich so in obskuren Kreisen irgendwie von FDA und FAU mal irgendwie eine Diskussion oder so hervorgerufen hat. Aber es hatte ja im deutschsprachigen Raum jetzt zumindest für Deutschland keine große Relevanz. Ich bin, glaube ich, vorher mal zufällig auf so ein Profil, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, oder so eine Seite gestoßen von, glaube ich, einer, ich sag jetzt mal, Genossin aus Ostdeutschland, die sich immer irgendwie als CNT-Soldatin oder so verkleidet hat. Ach so, das Ding. Ich weiß gar nicht, ja. Aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ne? Und wo das immer so, ich glaube, die hat auch irgendwie NVA-Uniform angezogen. Das war irgendwie so ein bisschen obskur. Ja. Und ich weiß nur, als das alles mit der Plattform anfing, da war ich, glaube ich, in so einer leicht merkwürdigen politischen Phase auch. Ich glaube, ich war gerade so aus dem Anti-D-Ding raus und hatte sehr viel GSP gelesen, also Gegenstandpunkt. Und gleichzeitig war ich aber auch noch auf einer Basisarbeitsebene sehr stark in unserer lokalen anarchistischen Gruppe in Dortmund aktiv. Und auf der einen Seite... Da war ich dann schon raus. Genau, da warst du bist irgendwann dann rausgegangen. Ja. Und ich glaube, da habe ich auf der einen Seite immer die Plattform, wenn du mir davon erzählt hast, so ein bisschen belächelt, weil es für mich nicht sonderlich wirkmächtig wirkte, was da bislang entstanden ist. Und ich einfach das Gefühl hatte, okay, da wird irgendwie so ein bisschen Organizing gemacht, aber so richtig viel passiert da nicht. Und auf der anderen Seite hatte ich, glaube ich, immer so ein bisschen so eine leicht überhebliche Haltung dazu, weil ich mir gesagt habe, ich meine, ich bin ja auch eher als Kommunist in die anarchistische Bewegung gekommen und ich fand halt viele von diesen Sachen eigentlich recht selbstverständlich und dachte mir dann immer so, ja, und das soll jetzt irgendwie eine Organisation, die in soziale Bewegungen wirkt und inhärent irgendwie eine theoretische und strategische Kohärenz hat und nicht einfach alle möglichen Leute aufnimmt, das soll jetzt herausragend sein. Das hat mich irgendwie hatte mich, glaube ich, nicht so vom Hocker gehauen. Aber irgendwann musste ich ja dann eingestehen, dass zumindest intern der anarchistischen Bewegung das natürlich schon einen recht wichtigen neuen Impuls gesetzt hat. Dass es etwas ist, was aus dem Anarchismus selber rauskommt und dass das natürlich auch anders aufgenommen wird, als wenn man mit Leuten irgendwie über eine Avantgarde-Partei spricht oder einfach sagt, ja, wir brauchen bald Mehrheitsentscheidungen und müssen einfach alles klar rechtlich regeln und wir müssen alles formal festhalten. Auch wenn teilweise natürlich gerade zur Avantgarde-Partei es dann ja auch starke Unterschiede gibt. Und dann habe ich ja auch irgendwann mich der Plattform dann angeschlossen. Und falls euch das fragt, nein, wir sind beide nicht mehr in der Plattform. Ja, schon länger nicht. Yep. Nightmare, also ich koche nicht im Union-Salon, weil da gibt es auch keine Küche in dem Sinne. Es gibt einen Wasserkocher. Ja, es gibt einen Wasserkocher. Kann man ja schon sehr viel Wasserkocher gelernt haben. Hier. Ne? Muss man nicht alles trocken essen. Wasserkocher hier. Und dann eine andere Frage. Habt ihr euch die aktuelle Diskussion zu den Antideutschen von Platypus schon gegeben? Nee. Also ich nicht. Nee. Nö. Ich weiß auch gar nicht, worauf das Bezug nimmt. Nee. Ich kenne Antideutsche, ich kenne Platypus, aber ich kenne nicht die aktuelle Diskussion. Was sind unsere Meinungen, wenn studierende Menschen in linken Gruppen sich als Arbeiter bezeichnen? Also erstmal sind Studenten in der absoluten Regel Arbeiter. Also, ne, dass sie halt aus der Arbeit, das ist ja, die Arbeiterklasse besteht ja jetzt nicht nur aus den Menschen, die jetzt halt irgendwie den ganzen Tag in der Fabrik auf den Amboss hauen. Sondern das ist ja ein erweiterter Begriff. Aber ich verstehe schon, was du meinst, dass es, wenn du jetzt sagst, dass du dich da selber ab und zu mal vor den Kopf gestoßen fühlst, dass es dann halt, ja, dann halt so eine, ja, halt eben von Leuten, die da halt jetzt so gar nicht
mit einem normalen Berufsleben irgendwelchen Bezug haben und dem Ganzen halt eher so ein bisschen fremd sind und da halt komplett in ihrer Unirealität halt verhaftet sind, da dann einfach so ein, ja, so eine ganz übersteigerte Form von Selbstannahme, von Selbstidentität damit gibt. Und wenn, dann sollte man da halt dann eher mit vorsichtiger sein, wenn man da jetzt nicht so, ne? Ja, finde, das kann man ja auch so klar sagen. Ich meine, was ist ein Arbeiter? Das sind in unserer Gesellschaft all die, die darauf angewiesen sind, eben ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen und nicht... Ich mach mal eben kurz hier hinten das Fenster zu, weil es regnet hier echt hart. Ach, das ist das Geräusch. Ich dachte, das wäre Ventilator. Kommst du durch? Und eben nicht als Selbstständige tätig sind oder ein Unternehmen führen. Und das trifft eben auf die allermeisten Studierenden dazu. Also inzwischen ist es ja wirklich auch recht üblich, dass die Leute nebenbei meistens auch recht prekär arbeiten. Natürlich gibt es auch noch etliche Leute, die hauptsächlich von BAföG leben und eine kleine Minderheit, die eben einfach rein sich über die Eltern finanzieren können. Nur muss man ja auch dazu sagen, dieser Studentenstatus an sich ist ja eigentlich auch im weitesten Sinne... Nein, nicht im weitesten Sinne, sondern ist ja im Endeffekt eine Ausbildungsphase für einen späteren Beruf. Und da muss man sich natürlich dann auch fragen, ist das etwas, wenn man sich in diesem Status befindet, etwas, was einem vom Arbeitersein freispricht? Wenn es jetzt darum geht, ob die Leute einen Bezug zum normalen Arbeitsleben haben, ja, dann kann man vielleicht sagen, ja, es gibt sehr viele Leute, die eine universitäre Ausbildung machen und bis sie dann ins Berufsleben einsteigen, nicht gearbeitet haben. Aber da muss man sich ja auch fragen, wie steht es denn um die inzwischen etlichen Leute, die in Deutschland halt auch einfach generell keine Anstellung finden oder keine Anstellung oder aus der Anstellung rausgehen und dann einfach dauerhaft Bürgergeld beziehen. Sind das jetzt auch keine Arbeiter dann mehr? Könnte man sich dann auch fragen, worunter das genau fällt. Ich glaube, zu Marxens Zeiten hat man das dann als Paupertum bezeichnet. Kann man auch machen. Nur als Angriff ist es auch gar nicht verstanden worden, sondern einfach, wir antworten ganz normal auf die Frage. Und das ist ja auch eine interessante Frage, weil es gibt ja also diese ganze Diskussion und dieses ganze Gespräch um, was ist jetzt halt Klasse, wer gehört jetzt zu welcher Klasse, wie genau kann man das dann alles ausdifferenzieren und so. Das sind ja auch wichtige Fragen und gerade jetzt, bei uns sowieso wichtig, aber auch generell, wo jetzt halt innerhalb der Linken so Klassenpolitik halt wieder eine größere Rolle spielt, ist es ja auch klar, dass es mehr diskutiert wird, ne? Aber wir haben halt keine mega enge Begrifflichkeit von jetzt Arbeiterklasse oder so. Das sollte man, finde ich, auch nicht haben, das so ein bisschen lockerer zu sehen. Schadet halt nicht. Aber natürlich, wenn man dann halt im Detail darüber, also erstmal, wenn man dann im Detail darüber diskutiert, ist es natürlich richtig, dann ein vernünftiges Verständnis zu haben und da auch tiefer gehen zu können. Aber jetzt erstmal so, sollte man da jetzt halt nicht zu irgendwie, ja, dann wieder so identitätspolitisch, sag ich mal, rangehen und zu sagen, ja, du gehörst jetzt irgendwie nicht dazu, weil du bist jetzt gerade zum Beispiel arbeitslos oder so. Ja, das ist ja so eine vielschichtige Frage. Ich würde sagen, wie gesagt, es gibt einmal diesen ökonomischen Arbeiterbegriff, den man machen kann, einfach was für eine Rolle, was für eine Macht hat die Person in der Wirtschaft? Und da könnte man dann dafür argumentieren, dass beispielsweise Leute, die sich gerade in einem Bildungsverhältnis befinden, eigentlich bei Arbeitern rausfallen würden, solange sie Schüler sind,
bei einer klassischen Ausbildung in einem Betrieb wird das wahrscheinlich nicht so passen, oder beim dualen Studium. Aber wenn Leute rein Studenten sind, könnte man auch sagen, fallen sie da raus, weil sie staatlich oder vom Elternhaus alimentiert werden, um das zu machen. Genauso könnte man dann argumentieren, fallen eben Sozialhilfebezieher dann raus, weil sie nicht arbeiten und dann eben nicht auf den Verkauf der Arbeitskraft angewiesen sind, sondern eben staatlich alimentiert werden. Wenn es dann um eben diese kulturelle Fragestellung geht von Identitätspolitik, und das ist ja in Deutschland vergleichsweise wenig wichtig. Das wären eher sowas beispielsweise in UK. Da ist ja so diese Working Class Identity ein ziemlich großer Punkt. Und dann könnte man natürlich sagen, dass viele Milieus aus diesem klassischen Begriff der Arbeiterklasse rausfallen. Dass beispielsweise viele Leute, die jetzt in irgendeinem Vorort leben, eine gute Stelle im Mittelmanagement oder so haben, da dann rausfallen würden aus der klassischen identitären Arbeiterklasse. Oder Leute, die jetzt eine gute sozialarbeiterische Stelle haben. Ökonomisch auf jeden Fall Arbeiter, Proletarier. Von dem identitären kulturellen Begriff vermutlich nicht. Genau, Nightmare und ich bin on my way als Arbeiterkind ins Kleinbürgertum. Und ich freue mich auch wirklich drauf, muss ich sagen. Ich hab da richtig Bock drauf. Kleinbürger ist schon meistens so ein Aufstieg. Ja, lieben, guten Abend auch an dich, Shades. Schön, dass du das erste Mal mitschreibst. Ich habe... Ja, natürlich. Irgendwie muss das Geld ja weiterhin fließen. Ja, Cameron, wir haben tatsächlich aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das jemals passieren wird, sind natürlich sehr gering. Vor allem Milliardäre. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Aber wir haben tatsächlich häufiger schon darüber geredet, was wir machen werden, wenn wir Millionäre wären. Ja. Ja, haben wir. Erinnerst du dich nicht an die Gespräche? Also ich erinnere mich gut an die Gespräche. Ich habe erst vor kurzem zu dir das gesagt, als so ein Haus in unserem Viertel. Ja, genau, wenn wir im Lotto gewinnen würden. Was würden wir dann tun, ja. Ja, und da, ich glaube, wir haben sogar schon mal in einem Stream darüber geredet, bin ich mir relativ sicher. Was wir denn, okay, dann können wir die Frage ja jetzt aufmachen öffentlich. Abgesehen von politischen Anschaffungen, weil das ist ja, das wäre alle ganz viel Geld in, ja, hier unsere revolutionäre Infrastruktur setzen würden, dass wir Geld bereitstellen würden für ein anarchistisches Schulungszentrum mitten bei uns hier im Westpark, das alte schöne Waschmaschinenmuseum beispielsweise, mit Tagungsräumen und dem Aufbau nicht nur einer Vernetzung von anarchistischen Intellektuellen, sondern auch dem Aufbau wirklich einer plattformistischen Organisation, die diesen Namen wirklich verdient. Geldmengen, die an die einzige Basisgewerkschaft Deutschlands fließen würden. Internationale Vernetzungsreisen mit Genossen aus anderen Ländern. Aber abgesehen mal davon, was würdest du einfach so ganz egoistisch für deine Wenigkeit kaufen? Ich finde es auf jeden Fall gut, wie du jetzt immer in den Kommentaren wegen deinen Atom-Takes gemobbt wirst. Das muss ich jetzt mal sagen, ne? Ja. Also. Achso, da wird ja. Jetzt mal abseits dessen. Naja, halt schon. Jacuzzi? Also erstmal so die einfachen Dinge, ne? Ja. Du musst halt nicht mehr gucken, so was halt was kostet, was halt Klamotten angeht, was halt Essen angeht, so. Also was halt einfach so auch Grundbedürfnisse angeht, muss man halt nicht mehr schauen. Ich glaube, das ist erstmal wäre halt für mich erstmal so das der größte Punkt, weil du hast halt dann ja materiell ausgesorgt und das ist halt, denke ich,
wäre auch für viele erstmal die große Erleichterung. Wenn wir darüber sprechen, Millionär zu sein, dann sprechen wir auch oft davon, dass es halt dann so ab einer gewissen Grenze von was man an Geld hat, dass das gar nicht mehr so den Lebensstandard so krass erhöht wie der erste Schritt bis zu einer gewissen Summe. Und ich glaube, das ist erstmal das Erste, so das Klare für mich. Und dann darüber hinaus, ja klar, würde man sich auch anderen Luxus halt auch mal gönnen, so den man halt jetzt halt nicht hat. Und jetzt halt zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, so eine Eigentumswohnung oder sowas in der Richtung ist halt, denke ich, eine gute Sache. Oh, danke schön, Fredo. Scholomia. Oh, wurde ja beschenkt. Genau, also das ist ja auch dann so eine, also alles, was dann halt auch auf so einer, was dann auch einfach eine gewisse Sicherheit für einen selbst schafft, so. Das ist ja auch auch dann halt so eine Sache, wo man sich dann auch im Jetzt halt schon was schaffen kann, um halt eine größere eigene Sicherheit auch zu haben und auch die Sicherheit für Menschen um einen herum zu erhöhen. Ja. Das sind, glaube ich, so meine zwei Primärgedanken. Ja, ich glaube Eigentum. Ohne vergoldete Kloschüssel, das ist so unnütz. Ich glaube, Eigentum ist immer eine sinnvolle Anschaffung. Ich glaube, das kann man immer so sagen. Sicherlich sollte man dann auch, wenn man an diese Millionen kommt, jemanden damit beauftragen, sich um das Geld zu kümmern. Das ist, glaube ich, auch, man sollte nicht in die Falle tappen wie so viele andere Lotto-Millionäre. Ich glaube, ich würde mir eine C-Klasse kaufen. C-Klasse, ich würde mir wöchentlich von Flaschenpost Bübler alkoholfreies Hefenweizen so zur Tür liefern lassen und dem Arzt immer schön so ein Zehner oder so ein Zwanni an Trinkgeld geben, weißt du? Ich sehe das schon kommen. Oh, ja. Ja. Aber dann auch immer einmal die Woche hier Personal Training BJJ oder so, ne? Das muss ja, ja dann auch so wieder verarbeitet werden. So ein Fitnesscoach ist schon geil. Ja, ist ja schon super, ne? Also da würde ich, glaube ich, echt so einen, der BJJ so motiviert, so zu lernen. Ja, so wo den du so richtig in den Arsch trittst. Richtig schön Technik immer machen. Ey, und ich würde mir auf jeden Fall für einen Tag mal, glaube ich, ein AMG GT Cabrio leihen. Einfach so ein bisschen rumcruisen und Spaß haben. Ja, und sonst natürlich, ne, was man halt so macht, mit der Freundin verreisen. Ferne Orte. Ja, ich würde Familie endlich aus Schulden raushelfen. Das wäre, glaube ich, auch so ein großes Ding. Einfach so wirklich alles abbezahlen, was irgendwie bei der Familie angehäuft ist. So denen einfach ein schönes Leben, so gut es geht, geben. Ja. Mhm. Das wäre es auch eigentlich dann schon. Scheiden, lieber. Ihr habt ja viele Fragen heute. Ist euch so beschäftigt? Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich glaube, ich hole mir das sogar, das Kinderbuch von Wolfgang. Ja, ich habe jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie es lesen wollen. Das ist schon richtig witzig, oder? Ich finde es einfach so aberwitzig, diese Idee, dass halt von den beiden ein Kinderbuch rauskommt. Oh, mir fällt nur eine Sache ein. Ja. Wolfgang nach Dortmund einladen und ihn dazu, er hat das ja, glaube ich, schon mal einmal, als wir gestreamt hatten, angeboten, dass er beraten würde bei einem Anzug. Oh ja. So ein maßgeschneiderter Anzug. Das wär dann so eine Mischung aus so einem Übertage-Content, wo man dann Geld für die Bewegung quasi ausgibt. Ja, und halt, das ist auch eine Infrastrukturanschaffung, genau. Maßgeschneiderter Anzug. Und dann halt so das mit dem Angenehmen verbinden und dann macht man halt so einen schönen Vlog draus, wie du halt mit Wolfgang irgendwie dir den Anzug aussuchst, den Anzug deines Lebens. Ja, das war schon geil. Darf ich nur nicht so viel Bübler alkoholfrei trinken? Plong. Boah, machst du mal einmal den Ventilator eine Stufe höher? Es ist doch ganz schön heiß hier. Wirklich warm. Ich glaube, es wird hier auch langsam schwül drin. Eine Stufe bitte. Das ist eine der Luxussachen, die ich mit den bescheidenen Möglichkeiten, die ich jetzt habe, mir quasi angeschafft habe. Einen vernünftigen Ventilator.
der nicht super laut ist oder so. So dass man halt ein bisschen kühler halt hat, bei, wenn man halt hier streamt und so. Und man nicht die ganze Zeit hört. Genau. So, was habt ihr noch gefragt? Wann streamen mit Manu? Wirst du mit Manuelsen streamen wollen? Nee, allein schon einfach aus Angst. Der Typ ist halt unberechenbar. Ja, ich würde auch gerne nicht so ins Fadenkreuz von einem Typen geraten. Ja, wirklich, also ich hätte einfach keinen Bock drauf und weiß halt nie, was mit sowas passiert. Ich blick Manu auch bis heute nicht. Deswegen so. Lass lieber weiter nicht drüber reden und weiß nie, denn der hat irgendwie so Internetprogramme laufen, wo immer wenn sein Name erwähnt wird, dann... Ja komm, aber der guckt schon immer drauf, wenn er beleidigt wird. Das ist so der Moment, da weißt du, okay, entweder werde ich jetzt richtig Fame oder ich lande irgendwo im Straßengraben. Genau, die Frage war noch, ob wir anarchistische Strukturen in der Schweiz empfehlen können. Auf jeden Fall ja. Frido, also generell die Freie ArbeiterInnen-Union in der Schweiz und die Jugendorganisation der Schweizer FAU, die Freie ArbeiterInnen-Jugend. Auf jeden Fall bitte Mitglied werden, das ist eine ultimativ stabile Orga, halten wir sehr viel von. Also wenn ihr aus der Schweiz kommt, wenn du aus der Schweiz kommst, dann guckt ihr das mal an und so oder so Mitglied werden, schadet nicht, immer eine Gewerkschaft im Rücken haben, ist gut. Dann halt mal, wenn das der Content ist, den du dir wünschst, dann kann man an der Stelle sicherlich sagen, dass das ein guter Moment ist, um zu spenden. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal realisieren. Mich würde es freuen. Das wird ein langer Weg. Ich habe noch eine Sache mitgebracht, die ich euch zeigen wollte. Als kleines Video, um mal so ein bisschen reinzugrätschen in den allgemeinen Ablauf dieses lockeren Chattens. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es in Griechenland sehr krasse Waldbrände gibt. Ich glaube, so in Teilen der Region so echt mit so die heftigsten seit ganz langer Zeit, richtig schlimm. Und was halt recht stabil ist, ist, dass es dann jetzt hier die anarchistische Organisation Ufingas, oder wie man sie ausspricht, bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht, die ist ja auch recht bekannt, ist so wahrscheinlich eine der bekanntesten anarchistischen Organisationen der Welt. Und die haben zwei eigene Löschfahrzeuge. Und da wollte ich euch mal zeigen, wie die so im Einsatz sind. Haben die gecrowdfundet und retten damit gerade Leben. Sieht man ja auch, dass da gerade halt hier so ein einfach jemand, der da wohnt, halt davon überrascht wird. Ja, ich finde das halt echt, wie man sieht, wie schnell sich das Feuer ausbreitet mit diesem Wind, das ist so krass, oder? Ja, man unterschätzt das halt richtig schnell, ne? Ja. Man denkt sich immer so, ein Waldbrand, wie können denn dabei immer so viele Leute sterben? Ja, ich finde, in dem Video sieht man es halt ganz gut, weil das halt innerhalb von Sekunden halt wirklich auf diesen vorderen Baum greift, und wenn die jetzt halt nicht da gewesen wären, dann wäre halt wahrscheinlich da die ganze Gegend abgefackelt. Und ja, ich wollte das einfach mal kurz mit reinnehmen, um zu zeigen, so wie halt auch von so einer Effektivität dann von gegenseitiger Hilfe, so ein Beispiel, wo Anarchisten wirklich einen wichtigen Beitrag leisten.
Für so, für Community und so. Kann gut sein, dass da die Bosse wohnen, Jubra, wer weiß. Aber. Also, das kann man ja selbst bei vielen guten Wohngegenden ja nicht irgendwie klar sagen, da sind die Bosse und so nach dem Motto, ja, lass da mal brennen oder so, oder die wissen sich da schon selber zu helfen. Ist ja so oder so toll, was die Leute da machen. So. Das ist ja offensichtlich, dass da eingegriffen wird, weil es da auch einfach eine Versorgungslücke durch die staatlichen Strukturen geht. Weil die Feuerwehr so nicht ausreichend finanziert ist, um solche Großbrände zu handeln. Ja, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, ich meine auch bei uns in Deutschland, ne, mit dem, mit den ganzen Hochwassern und so, das war ja auch eine Vollkatastrophe und von staatlicher Infrastruktur und staatlichen Hilfen und so. Mhm. Also ich glaube, es ist selbst in den Staaten, wo es noch eine bessere staatliche Infrastruktur gibt, wie in Deutschland im Vergleich jetzt zu Griechenland, wo das ja alles kaputt gemacht wurde, da ist es ja dann trotzdem so, ne, dass es immer noch man da sehr viel machen kann und ich finde es halt ein gutes Beispiel, um, ne, sowas wird ja immer häufiger jetzt auf uns zukommen und da sich halt darauf vorzubereiten, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, bei den Genossinnen, okay, ne, in Griechenland gibt es halt viele Waldbrände, dann schaffen wir uns jetzt halt so ein Löschfahrzeug oder mehrere Löschfahrzeuge an, weil vielleicht haben die eben vielleicht auch ihre Fähigkeiten, haben vielleicht auch Feuerwehrleute in ihren Reihen, die das dann auch können. Sowas ist immer gut natürlich, um genau Katastrophenschutz, dass wir uns auch als Bewegung auf sowas vorbereiten oder auch unsere Fähigkeiten dann nutzen und im besten Fall halt schon bestimmte Infrastruktur anschaffen, um dann in diesen Ernstfällen dann auch was machen zu können. Also zum Beispiel gibt es ja auch so Wasserpumpen, ne, die man halt für Keller nutzen kann oder so. Sowas könnte man halt auch eigentlich überall in Deutschland anschaffen, anarchistische Strukturen und dann halt eben in solchen Situationen dann halt so Eingreifstrupps bilden, die dann halt Keller auspumpen und so. Ja, ich glaube, ich würde sagen, sowas. Also ist jetzt vielleicht auch nicht Priorität Nummer eins, weil wir halt einfach jetzt gerade nicht an dem Punkt sind. Ja, es sollte immer angebunden sein, ja, finde ich, genau. An irgendwie eine Nachbarschaftsinitiative beispielsweise. Ja, oder an so eine Propagandaorganisation wie Viro Fingers, die halt, genau, die halt dann zeigt, okay, wir hauen jetzt halt, das sind ja eine militante Gruppe, ne? Wir hauen jetzt halt nicht nur den Bossen halt irgendwie die Scheiben ein, sondern wir sind halt auch, wir retten halt auch Leben mit unserer hier Solidaritätsarbeit. Das natürlich dann hat, ja. Klar, jetzt einfach nur so als so eine Gruppe, die niemand kennt, halt so ein bisschen nett irgendwie Leuten helfen, ist halt immer dann einfach primär soziale Arbeit einfach. Mhm. Ja, das wollte ich mal kurz einwerfen und jetzt kommen wir wieder zurück zum... Man könnte ins THW gehen, ja. Zum Just Chatting. War gefühlt auch früher viel präsenter für mich, das technische Hilfswerk. Mhm. Das hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass die immer wieder irgendwelche, was weiß ich, Infostände in Anführungszeichen gemacht haben, wo sie dann so einen Unimog dabei hatten. Die fand ich als Kind sehr toll. Mhm. Diese großen Gefährte. Mich sehr beeindruckt. Ich glaube, das ist ja auch was man als Kind generell einfach sehr toll findet, große technische Geräte. Ja, ja, ja. Und jetzt gefühlt, wo ist das THW hin? Du bist kein Kind mehr, vielleicht siehst du das einfach aus anderen Augen. Ich habe auch tatsächlich, abgesehen von heute, nicht mehr so oft über Unimox nachgedacht. Ja, Leute, was beschäftigt euch denn sonst noch? Habt ihr Fragen? Was geht euch durch den Kopf? Ich glaube, ich hatte gar keinen. Hatte ich einen Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ich weiß das gar nicht mehr. Es scheint bei mir nicht so hängen geblieben zu sein. Also wir waren auf jeden Fall einmal bei der Stadtfeuerwehr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der Grundschule oder Kindergarten war. Ich erinnere mich an einen Besuch von einer Bäckerei. Und von so einer großen... von so einer großen Firma, die so Wasser Apparaturen herstellt. Ja, ich war damals auch in der Schule dann.
Das war aber schon auf dem Gymnasium bei der Projektwoche Feuerwehr mal anders. Mhm. Da waren wir dann auch bei der städtischen Feuerwehr. Aber ich kann dir sagen, die Feuerwehr, also es hieß Feuerwehr mal anders, aber es war jetzt auch gar nicht so viel anders. Wir haben halt gelernt, wie das Equipment funktioniert, durften dann mal bei so einer Einsatzvorbereitung dabei sein, durften mit unterschiedlichen Löschmitteln Feuer löschen. So ein bisschen in der Zentrale uns dieses Thema angeguckt, aber so richtig viel anders. Also es war gut, ne? Aber es war jetzt nicht irgendwie in dem Sinne anders, dass ich gesagt hätte, es war jetzt wirklich mal anders. Aktuelle Podcast-Empfehlung. Also aktuell kann ich empfehlen vom Nächste Links Podcast, die haben einen Beitrag gemacht zu Erich Mühsam. Erscheint, glaube ich, in zwei Teilen. Der erste Teil ist draußen. Den kann ich empfehlen. Und wenn ich dann schon bei einzelnen anarchistischen Persönlichkeiten bin, zu denen Podcasts quasi erscheinen, dann kann ich auch noch Aktion und Alltag erwähnen. Der hat seit längerer Zeit das mal wieder ein Video gemacht, und zwar zu Kropotkin. Und bei Anarchie und Cello ist ein Dreiteiler erschienen von eingelesen ABC des Anarchismus von Alexander Bergmann. Also falls ihr noch eine Einführung sucht und nicht so gerne lest, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Ich würde Conflicted empfehlen. Das ist ein Podcast, den ich aktuell sehr viel gehört habe. Da sprechen einmal ein... Ich meine, das wäre ein britischer Journalist und ein Ex-MI6-Spion und ehemaliges Mitglied von Al-Qaida, der auch in Bosnien gekämpft hat und ich glaube aus Saudi-Arabien stammt, gemeinsam recht humoristisch über die Geschichte von diversen nahöstlichen Staaten und vor allem islamistischen Gruppierungen. Sehr zu empfehlen, auch wenn es da teilweise eine, ich würde sagen, beide gehen, glaube ich, in so eine einmal leicht konservative und einmal in eine leicht libertäre Richtung, rechtslibertäre Richtung. Trotzdem zwei sehr unterhaltsame Charaktere und recht interessant, auch wenn es hier und da, wurde schon mal angemerkt, ein paar andere Sichtweisen auf auch historische Fragestellungen gibt, doch einen Podcast, mit dem man sehr, sehr viel über einzelne islamistische Akteure und generell so Konfliktgeschichte im Nahen Osten lernen kann. Beispielsweise auch eine recht gute Folge darüber, wie das System der Islamischen Republik Iran funktioniert und wie mächtig die Revolutionsgarden sind. Sonst kann man auf jeden Fall noch unseren Podcast, der jetzt diesen Sonntag erscheinen wird, empfehlen, Leute. Ja, das kann man immer. Das kann man immer. Ja, aber der wird besonders gut. Also wir veröffentlichen ja eine Alfred Masur-Folge zum Thema Illuminaten und Freimaurer. Und das wird wirklich ein echter Knaller, meiner Meinung nach. Das ist eine sehr gute Aufnahme geworden. Danke dir, Big Trump, Stalin-Fan. Also, da bist du ein bisschen out of date. Also, wir sind ja tatsächlich schon drin. Verfassungsschutzbericht. Ja, das ist schon wieder von gestern. Das ist irgendwie so einen Monat her oder so. Also, im tatsächlich. Mhm. Musst du mal reinlesen in den aktuellen, sind wir drin. Haben wir auch drüber gesprochen in irgendeinem Stream. Musst du mal durchgucken. Auf YouTube bei den, bei den Livestreams, da gibt es auch einen Livestream, wo wir irgendwo darüber gesprochen haben. Genau, Nightmares war vergleichsweise schmeichelnd geschrieben. Insofern das in einem Verfassungsschutzbericht möglich ist. Sonst Serotonin
Schön, dass du auch das erstmal mitschreibst, obwohl du sogar schon irgendwie ein Abo laufen hast. Auch interessant. Was wir vom Passanarchismus halten, können wir, also ich zumindest kann zu wenig sagen, weil ich mich damit immer wenig beschäftigt habe. Was mir halt nicht gefällt, ist, dass halt im Postanarchismus oft auch so die Grundlagen so der anarchistischen Idee, also die anarchistischen Klassiker, verschmäht werden oder in Frage gestellt werden. Also es gibt natürlich auch viele, die dann sagen, okay, wir bauen halt darauf auf, also ne, man sollte halt dann die Klassiker weiterentwickeln und so, sowas ist natürlich immer richtig. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt, also generell ist das eine sehr, sehr schwache Strömung, zumindest in Deutschland kenne ich da Jürgen Mümkin, glaube ich, der so der prominenteste Vertreter vom Postanarchismus ist. Der ist auch ein netter Genosse eigentlich, aber ich habe jetzt noch nie irgendwas Weltbewegendes aus der Ecke gehört, wo ich jetzt gesagt habe, okay, nice. Hat er ja auch ein Buch dazu? Der hat auch ein Buch dazu geschrieben, meine ich. Wie heißt das nochmal? Weiß ich nicht. Naja, das ist auch das, was ich, also habe ich irgendwie so im Kopf, dass es da so ein Buch zu dem Thema gab. Aber mag auch interessante Ansätze da geben, aber ich zumindest habe jetzt noch nie was Spannendes gehört. Nee, ich habe da... Also, man kann ja über, das kann man ja über viele anarchistische Strömungen sagen. Selbst von uns aus habe ich fast noch nie was hier in Deutschland zugehört. Aber da habe ich wirklich fast noch nie was in Deutschland zugehört. Also, ja. Wirklich fast nichts. Welcher Seite das jetzt genau steht, könnte ich nicht sagen, aber du kannst ja mal die Steuerung F-Suchfunktion auf der PDF ausprobieren. Da musst du dich ein bisschen selber durchfuchsen. Und richtig stolz sind wir auch nicht drauf. Kuss zurück. Aber da haben wir, wie gesagt, schon mal ausführlicher drüber gesprochen, werden wir jetzt nicht nochmal machen. Nö. Haben wir Postanarchismus damals in unserem anarchistischen Strömungsranking behandelt? Boah. Ja, das war halt, glaube ich, dann eine der Strömungen, wo wir auch dann so gesagt haben, so, yo, es existiert und ja, also, habe ich jetzt halt nicht so Ahnung zu, also keine Ahnung. Nichts Schlechtes, nur nichts Gutes ja, gehört. Ja. Ja, generell die Strömungsfolge war jetzt aus heutiger Sicht generell so ein bisschen ausbaufähig. Naja, aber den Leuten hat es gefallen, ne? Ja. Man muss ja auch das machen, was den Leuten gefällt. Eben. Ist ja immer ein Geben und Nehmen. Absolut. Lieblingspizza, Sally? Ist keine einfache Frage. Lieblingspizza wahrscheinlich eine Spinacci. Mit extra Kochschinken und Knoblauch. Es gab echt so eine Phase, wo wir sehr viel Spinacci gegessen haben. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber ich weiß nur, das war immer so ein richtiger Storgel mit meinem Nachnamen, ne? Erinnerst du dich noch? Mm. Bei der Pizzeria, wo wir immer angerufen haben. Das fand Marian immer unfassbar unterhaltsam. Musste ich dann immer das Handy auf laut machen. Wir konnten das immer nicht so richtig aussprechen. Ja, jetzt ist es bekannt, ich habe einen schwierigen Nachnamen. Currywurst essen Teil 2. Ja, wir haben häufig schon drüber gesprochen, ne? Dass wir irgendwann nochmal zu Curry Heini fahren würden. Ist auch irgendwie so ein bisschen schade. Ich glaube, es ist so eine Sache, also es ist natürlich wie immer mit sowas, mit so obskuren Sachen, die wir machen, ist es ja häufig so, dass es dann halt so eingefleischte Fans davon gibt, die es halt übertrieben fühlen und feiern. Es gibt halt Leute, die es halt dann so richtig hassen und uns halt deswegen folgen. Und den meisten Leuten ist es halt eigentlich so egal und die ignorieren dann solche Sachen. Aber wir machen ja auch viel dann einfach so Sachen, weil wir Bock drauf haben. Zum Beispiel jetzt mit dieser Star Wars Reaction oder so, die wir gemacht haben. Das machen wir auch einfach, weil wir halt Spaß dran haben und so das... Interessiert halt dann niemanden oder wenig Leute, aber es ist halt auch egal. Und mit dieser Currywurst-Sache ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil es gibt halt jetzt nicht so viele Vlogs aus Waldrop. Und deswegen, glaube ich, ist es halt echt eine Sache, die immer mal wieder geklickt wird. Also ich sehe das halt
witzigerweise immer mal wieder in den Suchbegriffen bei YouTube bei uns, wenn so Waltrop steht oder Curry Heini oder irgendwie so. Es gab auch schon ein paar Leute, die irgendwie so einfach wegen Waltrop mal kommentiert hatten und uns was geschrieben haben, ne? Irgendwie so, ich kenne euch zwar nicht, aber ich bin aus Waltrop. Ja, genau. Finde ich gut, dass ihr da wart oder so. Aber das ist ja auch wirklich dann ganz oft mit so Ministädten, dass das dann halt einfach ist so, das war ja auch... Also man kann sehr schnell das Video aus dem Ort, neben irgendwie so einen Werbefilm aus den Nullerjahren oder so, von der lokalen Sparkasse finanziert, kann man sehr schnell das Video aus einem Ort werden. Ja, ja, was sich Leute einfach auch anschauen, um sozusagen übrigens, irgendwie man ist irgendwo zu Besuch, das ist die Stadt, aus der ich komme. Ja, ja, das war ja mit unseren beiden kleinen Städten auch so, also da haben wir auch uns gegenseitig dann gezeigt, was es halt in der Vergangenheit so gab und auch selber dann immer, hat man immer auf YouTube halt geguckt, was da jetzt so veröffentlicht wurde und so. Und deswegen, das ist halt echt so ein Ding. Und ich glaube, deswegen ist dieses Video ein relativer Erfolg im Kontext von so lockerem Content, den wir gemacht haben. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Sollten wir nochmal machen. Definitiv. Ja, Jubra, man sollte Star Wars gesehen haben. Allein schon, weil es eine der wichtigsten Popkulturproduktionen ist, die es halt gibt. Also ich glaube, es gibt sehr wenig Kulturproduktionen, aus denen so viele Memes stammen und aus denen so viele Sätze stammen und so viele Charaktere stammen, die halt jeder Mensch kennt. Jeder Mensch kennt Darth Vader oder Yoda. Also das ist halt, klar gibt es auch irgendwie immer der und die hinterm Mond lebt oder so. aber die allermeisten. Schon sagen, das sind häufig auch Leute, also natürlich, es gibt, ne, es gibt, ich glaube, es gibt in Deutschland jetzt keine Amische, nicht, dass ich wüsste, aber es gibt natürlich immer Leute, die aus irgendwelchen Gründen keinen großen Zugang zu Technik haben. Mhm. Ich glaube, die allermeisten Leute, die das nicht aus solchen Gründen machen, haben dann auch diese bewusste Haltung von, ich kann sagen, ah, habe ich nicht gesehen, interessiert mich ja auch irgendwie überhaupt nicht. Aber ich glaube das nicht den Leuten. Ich glaube, die finden das einfach so einen interessanten Part von ihrem Charakter. Und das finde ich auch spannend. Das ist nämlich was, was ich einmal, also was wirklich so eine Überschneidung aus so rechtslibertären Verschwörungsideologen und so Szene-Linken, vor allem Leuten, die dann vor kurzem Eltern geworden sind, oder so Altlinke sind, die einen großen Spaß daran haben, einem zu sagen, dass sie ja keinen Fernseher zu Hause besitzen und seit Ewigkeiten keinen Film mehr gesehen haben. Ich denke mir so, boah, wow, beeindruckend. Ja, aber selbst wenn du keinen Fernseher hast. Das sind die Leute, die sich dann irgendwie 5 Jahre später ein Smartphone gekauft haben, um irgendwie nur den Messenger zu verwenden und dann eine furchtbare TikTok-Abhängigkeit entwickeln, weil sie einfach überhaupt keine Medienkompetenz entwickelt haben. Ja, aber mag sein halt. Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass das genauso abläuft. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, unabhängig davon, ob du jetzt halt einen Fernseher hast oder nicht, ist die Wahrscheinlichkeit halt recht hoch, dass du Star Wars halt kennst und auch Charaktere daraus kennst oder ein paar Sprüche, Luke, ich bin dein Vater oder sowas. Und deswegen macht es für mich einfach, allein deswegen macht es halt Sinn, wenn man halt ein bisschen so Interesse hat an, also für mich ist es eigentlich so eine Form von Allgemeinwissen irgendwo. Ja, das ist ja die Sache. Ist ja so, es gibt ja manche kulturelle Werke, so wenn man jetzt zum Beispiel in Paris ist, dann finde ich es auch plausibel, sich die Mona Lisa anzugucken, einfach weil es einer der bekanntesten Bilder der Welt ist, auch wenn es gar nicht so spannend ist. Man, ne, und die anderen Sachen, die in dem Museum sind, dann viel aufregender sind, aber ja, das gehört halt dann irgendwie so dazu, ne? Ja, absolut. Ein guter Vergleich. Ja, manche ist ja wirklich in Ordnung. Danke. Tatsächlich ist das ja auch so eine Sache, wo war uns das denn nochmal begegnet? Wir hatten das, glaube ich, auch mit ein paar Filmen schon gehabt, ne, wo wir Catchphrases, Memes oder Charaktere so rauskannten, aber nie diesen vollen Film gesehen haben. Mhm. Und das, finde ich, ist dann auch wieder was Spannendes, dass es viele Elemente gibt, die so in der Popkultur drin sind, wo man vielleicht irgendwie, man weiß, dass das existiert, das gehört einfach irgendwie dazu, aber man hat es sich nicht angeschaut. Und wir hatten ja auch echt einige erstaunlich gute Entdeckungen dadurch gemacht, ne? Mhm, ja. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auch mit diversen Schwarzenegger-Filmen, die wir uns dann nochmal angeschaut haben,
die man vielleicht in der Kindheit mal beim Spätabendprogramm irgendwie für eine Dreiviertelstunde bei einer Übernachtungsparty einmal reingeseppt hat, aber dann nicht weitergeguckt hat oder so. Mhm. Dann guckt man sich die mal voll an und dann denkt man sich, wow, ist wirklich ein guter Film. Ja, Solar ist ja auch fast meistens gar nicht anders möglich, weil dieses Bild ja immer umringt ist von so einem Mob an Leuten. Zumindest war es bei mir so. Und dann, ach, du warst mal da? Ich war mal da, klar. Ah. Ja. Warst du noch nie in Paris? Ich war nur mal eine Stunde, also nicht eine ganze Stunde, irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so war ich in Paris mal gewesen. Haben uns für eine Dreiviertelstunde ein Parkticket gezogen. Mhm. Dann war ich einmal auf irgendwie dieses erste Deck vom Eiffelturm gegangen, weil da wurde irgendwie progressiv teurer. Und dann habe ich noch ein Baguette gekauft und das war es dann auch. Und dann stand ich 2,5 Stunden beim Feierabendverkehr, um aus diesem Moloch wieder rauszufahren. Nee, also das ist schon sehr eindrucksvoll, das Museum. Ich habe jetzt, also es ist halt ja mega bekannt, aber ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, wo das Bild drin steht. Wahrscheinlich im Louvre, oder? Ja, im Louvre, ja. Also es ist halt einfach auch so eine krasse, da gibt es halt krasse Kunstausstellungen und so und sehr empfehlenswert. Oh, was ist hier unten passiert? Dein Name ist unendlich lang. Mr. Big Trump Stalin. Ist nicht genug Platz. Grüß dich, vegane Zecke. So, das ist wieder an deinem Platz. Den neuen Alien geben. Also ich finde, diese Neuauflagen von so Sachen halt irgendwie, dass halt alles mal so ausgemolken wird, halt fürchterlich. Also wenn der Film jetzt richtig geil ist, ne, was ich jetzt mal nicht annehme, aber wenn das so richtig durchschlagender Erfolg ist, dann werde ich mir den vielleicht auch mal später irgendwie auf irgendeinem Streamingdienst geben oder so. Aber einmal bin ich jetzt nicht so der Mega-Alien-Fan, also irgendwie ist das nie so mein Ding gewesen. Und dann ist es halt, finde ich das auch einfach, ich glaube, es gibt ja recht gute Alien-Filme und dann sollte man es doch dabei belassen. Wo ich das noch eklatanter finde, ist jetzt tatsächlich bei Harry Potter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es soll ja eine Neuauflage der Bücher geben, also der Verfilmung der Bücher geben, als Serie, einfach nur in der identischen Nacherzählung. Und es gibt, glaube ich, wenig Buchverfilmungen, die so gelungen sind wie Harry Potter. Jetzt, da werden mir vielleicht halt so Hardcore-Harry Potter-Fans teilweise widersprechen, wenn man da so voll in der Lore drin ist und so. Ich weiß, da gibt es dann ganz viele Sachen, die da nicht richtig erzählt sind oder fehlen und so. Aber Lore ist echt nicht so toll. Aber unabhängig jetzt von all dem... Halt, ich bin ja froh über diese Filme sein. Unabhängig davon ist halt diese Atmosphäre davon halt total gut eingefangen und halt die Charaktere. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die jetzt sagen würden, ja, halt irgendwie die Schauspielerin von Hermine und der Schauspieler von Harry Potter und von, wie heißt er, Ron Weasley, die sind halt total scheiße, ich hasse die. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Die sind halt so richtig verschmolzen, diese Buch- und Filmcharaktere. Und das kann denn nur scheiße werden. Also ich finde das halt eine richtige Beleidigung für in diesem Fall dieses Franchise, Harry Potter. Ja, jetzt geht's hier das... Natürlich, wenn man Harry Potter erwähnt, dann ist direkt J.K. Rowling am Start, das Thema. Ja, ist jetzt wirklich nicht so von meinem Interesse. Und mein Interesse ist, dass ich, also ich habe auch... Ich wollte jetzt nur als Beispiel, um das grundsätzlich aufzumachen, was ich dazu denke. Ja, ist neu verfilmt. Du hast natürlich das perfekte Beispiel genommen. Ja, ist doch so. Ja, also man muss ja schon sagen, ich habe auch teilweise die Harry Potter Bücher gelesen. Und natürlich, die sind jetzt nicht, also sind auch vollkommen in Ordnung, ne? Aber gerade das Worldbuilding von Harry Potter mit den unterschiedlichen Zaubereischulen, die ganze Frage von Sklaverei in diesem Universum, inwieweit könnte Magie eigentlich für Arbeit und so genutzt werden, das ist halt alles schon ziemlich beschissen und wack. Also ich finde echt, Harry Potter als Universum wird sehr viel auch an dem falschen Ende eigentlich kritisiert. Ich habe das Gefühl, weil J.K. Rowling so viel Hate abbekommt, so viel Kritik auch natürlich,
wegen ihren ideologischen Äußerungen, aber man könnte so viel mehr an diesem Universum kritisieren. Und trotzdem mag, trotzdem liebe ich die Filme, ne? Filme finde ich super, also zumindest die ersten 4 Stück waren so ein großer Teil meiner Kindheit. Mach gut, Sally. Ja, ich glaube, so tief will ich, da wollte ich jetzt auch gar nicht reingehen mit Harry Potter. Außerdem richtig vegane Zecke. Man muss Kunst und Künstler trennen. Ich meine, sonst könnte ich ja gar kein Black Metal mehr hören. Ja, also natürlich, da können wir ja schon nochmal allgemein drauf eingehen, auf das Thema, ist ja interessant. Also ich finde schon, dass das natürlich eine Rolle spielt, also dass einem das jetzt nicht egal ist oder so, was jetzt halt eine Künstlerin oder ein Künstler halt macht, dessen Werk man genießt. Finde ich halt auch richtig, sich damit zu beschäftigen, weil es ist ja auch generell spannend, man tut es ja automatisch, wenn einem irgendwas sehr gut gefällt, dann beschäftigt man sich ja auch mit dem Menschen, der das halt geschaffen hat, oftmals. Aber es ist einfach der Fall, dass speziell bei großen Produktionen ja, Leute, die halt sehr berühmt sind, die halt sehr in der Öffentlichkeit stehen, die haben halt auch in der großen Regel halt übelsten Dreck am Stecken. Also in dem Fall jetzt von J.K. Rowling ist das noch ein bisschen anders gelagert. Aber wenn man sich alleine überlegt, in so einem Webshow, Pop-Business und so von den ganzen Typen, so da kannst du ja, das ist ja eher eine Ausnahme. Und wenn es da halt Leute gibt, die halt integer sind und was es da halt immer an Enthüllungen von irgendwelchen Vergewaltigungsstorien und so weiter gibt, das ist ja halt einfach relativ normal und deswegen ist es halt auch so, dass es dann halt schwierig, finde ich es immer sehr schwierig, halt von so einer, aus so einer linken Szene-Perspektive heraus jetzt alles zu verteufeln, was halt nicht 100% auf dem eigenen Wertekodex halt beruht, weil ja, das ist einfach sehr schwer möglich. Und selbst bei denen, wo man dann halt oftmals denkt, ja, das sind stabile, stellt sich dann halt ein halbes Jahr später doch raus, das sind heftige Arschlöcher so. Also auch schon oft erlebt. Ja, ich glaube, man muss das ja, es ist ja immer so eine Frage von, in welchem Raum soll diese Kunst dann weiterhin stattfinden? Wie reagiert man da drauf, wenn es beispielsweise Auftritte in der eigenen Stadt gibt? Möchte man das weiterhin individuell supporten? Das sind ja alles unterschiedliche Fragestellungen. Mhm. Beispielsweise ist es ja jetzt kein Geheimnis, dass das Harry Potter-Universum von sehr, sehr vielen queeren Leuten geliebt wurde. Das ist ja auch was, was man immer wieder hört. Trans-Leute, die dann dieses nach Hogwarts gehen und die heimliche Identität als Zauberer ausleben zu können, Magie anzuwenden und gleichzeitig die Existenz weiterhin in der Welt der Muggel zu haben, auf ihre eigenen Identitätsfragen bezogen haben. Und wenn die Leute dann, das fühlt sich echt so unangenehm, diese Wörter zu verwenden. Mit so Muggel und so, ja. Meinst du? dass die Leute dann natürlich irgendwie anders darauf blicken, wenn die dann herausfinden, dass J.K. Rowling einige sehr fragwürdige Aussagen zu Leuten der eigenen Identität gebracht haben. Klar, ne? Das ist ja total naheliegend. Genauso wie es berechtigterweise sehr viele Frauen gibt, die jetzt sagen, ich kann mir nicht mehr Rammstein anhören. Klar. So. Das ist dann eine Sache. Was anderes, was wohl eher diese komplexeren Fragestellungen sind, ist, wie sollte man sich dann gesellschaftspolitisch daran dazu stellen, wenn an sowas das dann verhandelt wird. So, und das sind genau Fragestellungen, die man sich bei J.K. Rowling wie bei einem Rammstein-Konzert dann fragen muss. Ja. Wie sollte man als Linke dazu stehen? Heißt das jetzt, dass man irgendwie bei Gronkh in den Stream gehen sollte und ihn belästigen, weil er Hogwarts Legacy spielt? Da würde ich vielleicht sagen, nein, nicht unbedingt. Das war vielleicht ein Moment, wo die radikale Linke jetzt nicht irgendwie die sinnvollste Arbeit geleistet hat. Ja, einmal das. Und ich finde halt auch einfach, also klar, es gibt halt diese besonders heftigen Fälle, wie zum Beispiel bei Rammstein und so. Aber gleichzeitig finde ich halt auch, es ist immer wichtig, bei solchen Themen halt dazu zu sagen,
dass natürlich stehen halt Künstlerinnen und Leute, die Medien produzieren generell, stehen halt einfach in einer größeren Öffentlichkeit und halt alle haben halt ihre Schattenseiten, alle haben ihre Probleme und Sachen, wo man, die man halt kritisieren kann und so. Und man sollte da dann auch halt nicht mit dieser, und das ist ja, was wir generell kritisieren, mit dieser Hochnäsigkeit, mit dieser moralischen Überlegenheit, mit den Linken durch die Welt laufen, halt immer dran gehen. So, man kann ja sowas besprechen, man sollte sowas diskutieren und verhandeln, gesellschaftlich ist halt voll wichtig. Aber jetzt sind immer so, oh mein Gott, du spielst jetzt Harry Potter, was bist du? Bist du ein Rechter oder was? Also so, das ist ja, was ja passiert von Linken teilweise. Und da musst du halt sagen, das ist ja einfach komplett kaputt. Also so eine Sichtweise auf solche Dinge. So, Harry Potter ist halt jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine riesige Massenkultur, einer der größten Franchise, die es halt in dem Bereich gibt. Sollen jetzt, natürlich finden viele Leute das scheiße, aber ich finde es halt voll legitim, wenn Leute da halt weiter bleiben, das halt weiter konsumieren. Nur weil die jetzt halt da politisch mit den Aussagen nicht übereinstimmen. Also. Und da sollte auch niemand für moralisch verurteilt werden. So, das sind einfach nur Eigentore, die sich halt Linke schießen, wo dann halt diese rechte Kritik halt immer valider wird von halt dieser Moralapostel-Linke, die halt durch die Welt läuft und den Leuten halt vordichtet, wie sie halt zu leben und zu sein haben. Und jeder, der das halt nicht macht, wird halt von uns irgendwie angefeindet. Ja. Willst du damit einen Blumentopf gewinnen? Nein. Damit kannst du dich halt dann nur in deinem Elfenbeinturm halt einrichten und dich halt geil fühlen, weil du halt irgendwie was Besseres bist. Ja, und das spielt ja auch genau in diese Ecke rein von bei den Linken darf man mit nichts mehr Spaß haben. Es wird alles irgendwie kaputt geredet und alles. Ein kleines bisschen Revolution. Danke, Major Tom. Völlig losgelöst von der Erde. Muss man auch sagen, war ja auch ein guter Torjubel. Ja. War schon ein guter EM-Moment. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, muss man den Leuten auch zutrauen, dass sie es schaffen, kritisch sich auch zu Kunst und vor allem den Künstlern, die sie produziert haben, zu stellen. Weil das sollte natürlich auch nicht heißen, dass man jetzt nichts mehr anfasst und einfach sagt, ach ja, alles irgendwie, wir müssen, solange es Kunst ist, wir müssen daran nicht verhandeln, was das möglicherweise für politische Implikationen hat. Wir müssen nicht verhandeln, wie die Person, die sie produziert hat, dazu steht dahinter. Wir können einfach, sobald irgendwie Kunst auf den Markt geworfen wird, können wir sie konsumieren, ohne dass wir irgendwas problematisch daran sehen. Und das halte ich dann auch wieder für, ja, das hat dann auch so eine, das hat dann wirklich so einen ganz widerlichen neoliberalen Beigeschmack von diesem Verständnis von Kunst auch komplett rausgelöst aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen, aus dem, was Kunst eigentlich auch sein sollte, Ausdruck und Verhandlung einer Gesellschaft über sich selber mit all ihren unterschiedlichen Teilen. Und wenn man dann wirklich Kunst als einfach nur, ach ja, ich konsumiere und ich verstehe das einfach nur unabhängig davon, das hat dann dieses reine Marktverständnis und das finde ich dann auch einfach ein eigentlich sehr erbärmlich und sehr trauriges Kulturkonzept, gerade wenn man auch überlegt, dass das von Rechten kommt, die sich ja eigentlich immer so viel auf Tradition und Zusammenhalt einbilden. Rainbow, ich hab da jetzt nicht so drin gesteckt in dem Beispiel mit diesem, wo Gronkh da irgendwie angegangen wurde im Chat. Aber war die Person getriggert, weil Gronkh Harry Potter gespielt hat? Oder was war der Trigger-Moment? Also, weil wenn dass der Trigger-Moment ist, dann halte ich es halt nach wie vor, würde ich halt nach wie vor sagen, dass es halt lächerlich ist. Also, so sehe ich das. Ich glaube, das mit der Person selber habe ich auch nicht so mitbekommen. Ich hatte halt nur wirklich mitbekommen, dass es von vielen Leuten, die auch offensichtlich irgendwie linke Erkennungszeichen hatten, in den Chat reingegangen sind, auch in zukünftige Chats oder auch online über Gronkh geschrieben haben und sich da furchtbar drüber aufgeregt haben. Ich glaube, der Kontext davon war ja unter anderem, dass
Gronkh sowas gesagt hatte wie, irgendwie ist es nicht okay, dass mir das egal ist, dass ich das jetzt einfach in dem Moment spielen möchte. Irgendwie so ungefähr in die Schlagrichtung ging das. Ja, und wenn Wolfgang Harry Potter kritisiert, dann wird Wolfgang wahrscheinlich recht damit haben. Denn Wolfgang M. Schmidt ist ein kluger Mann. Also nur, um nicht missverstanden zu werden, also natürlich sollte man halt, gibt es halt viele Situationen und viele, in vielen Handlungen, speziell im 1:1 zwischenmenschlichen, wenn da jemand von irgendwas getriggert ist oder so, dass man das halt ernst nehmen sollte, ist ja selbstverständlich. Aber wenn du jetzt halt irgendein Medien, irgendwas Mediales produzierst und halt irgendwer das halt guckt und dann halt von irgendwas, was du da tust, was jetzt halt keine, also objektiv gesehen keine schlimme Handlung gegen irgendwen ist, ja, sondern einfach nur ein Videospiel spielt, dann kannst du darauf ja wenig Rücksicht nehmen. Das ist ja klar. So, was willst du da machen? So, kannst du nicht sagen, ja, ich schalte jetzt hier meinen Stream mit, wie viele Leute da zugucken, hunderten Leuten halt aus und mache halt irgendwas anderes. Da, so meine ich das halt. Wenn jetzt halt wirklich irgendwer von Harry Potter getriggert ist und ich jetzt halt mit einer Person 1:1, wenn du jetzt halt getriggert wärst von Harry Potter und wir fangen an, darüber zu reden, oder ich sage irgendwie, Harry Potter, und du bist halt richtig in irgendeine Traumasituation zurückversetzt, natürlich würde ich sagen, oh fuck, ich rede nie wieder darüber, tut mir leid, so, was kann ich machen? Weil das sind ja, ne? Guter Freund aus meiner Kindheit, ich glaube, da waren wir noch, waren wir ganz am Anfang der Grundschule. Der hatte das große Problem, dass er dachte, dass Leute, die in Filmen sterben, tatsächlich tot sind. Mhm. Der konnte das nicht so richtig davon trennen, dass das Schauspieler sind. Und ich weiß noch, dass er sehr schockiert beim ersten Teil von Harry Potter bei dem Quidditch-Match war. Als, ich weiß gar nicht, war es Harry selber, der vom Besen runtergefallen ist. Und ja, hatte wirklich große Angst dabei. Ich weiß noch, den hat er es auf jeden Fall ziemlich mitgenommen. Ja, Rainbow, das, ich glaube, das können wir einfach dann jetzt hier an der Stelle nicht beurteilen und besprechen, weil da muss man dann dabei gewesen sein oder so oder da mehr zu wissen. Und das ist dann ja auch immer oft so eine Auslegungssache, wie man sowas jetzt bewertet und so. Also, das vertiefen wir mal nicht weiter, würde ich sagen. Ja, vegane Zecke, tatsächlich hatten wir das zusammen mit meiner Mama geschaut und wir waren da beide sehr überrascht von seiner Reaktion da drauf und der Nachfrage, aber wir haben das dann geklärt. So. Ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein leichtes Kommunikationsproblem war, weil er im nicht deutschen Haushalt aufgewachsen ist. So, was habt ihr denn sonst noch so geschrieben? Es waren nur noch mehr Fragen. Wir sind ja völlig abgedriftet irgendwann. Die Hard, ja oder nein? Das stirbt langsam. Ach so, ja, klar. Ich bin mega Fan tatsächlich. Also ich hab tatsächlich so eine heftige Bruce Willis-Phase gehabt. Mit meinem damaligen besten Freund waren wir so, also ne, als Jugendliche so, waren wir halt so harte Bruce Willis-Fans und wir haben halt probiert, das, was ich jetzt mit Joshua mache, mit Nick Cage. Du hattest wen vor mir. Ich hatte wen vor dir. Du bist nicht als freundschaftliche Jungfrau hier reingegangen. Keine JF mehr. Wir hatten halt so eine harte Bruce Willis-Phase und haben einfach alles geguckt. Und ich glaube, so stirbt langsam war so der Ausgangspunkt davon. Also ich finde einer der besten Actionfilme überhaupt. So Actionfilmreihen, speziell 1 und 2 natürlich. Ja, ich hatte damals auch, wir hatten die. Kennt ihr noch diese Fernsehzeitung TV Spielfilm? Manchmal zu Hause, wo man so eine DVD vorne festgeklebt bekommen hat. Ja. Ich habe meine Mama immer damals belabert, wenn wir Tabak kaufen waren. Also nicht für mich, sondern für meine Oma. Und habe ich sie immer belabert, dass wir diese mit der DVD bekommen. Und da hatte ich dann irgendwann, dann stirb langsam auf so einer TV Spielfilm DVD. Ich habe den wirklich rauf und runter geschaut, diesen ersten Teil. Und wir haben den dann auch
danach regelmäßig immer zu Weihnachten geschaut, so als Weihnachtsfilm. Klar. Und bis heute auch ist Hans Gruber noch immer einer meiner Lieblingsfilmbösewichte. Super, einfach so eine coole Idee. Ein westdeutscher Stadtguerilla, linker Terrorist, der in die DDR flieht und danach diese Terrorgruppe, diese Stadtguerilla, dann nutzt, um damit Raubüberfälle zu machen. Und generell einfach so ein super stilsicherer Mann. Ich glaube, ich habe noch irgendwo sogar so ein Weihnachts-T-Shirt mit Hans Gruber. Vielleicht muss ich das mal zu Weihnachten auspacken, wenn ich das noch irgendwo finde. Yippee-yay, Schweinebacke. Ja. It's not Christmas until Hans Gruber falls down from the Nakatomi Plaza Building. Irgendwie so in die Richtung. Ich greife nochmal kurz zurück, Serotonin, auf das, was du zum Postanarchismus geschrieben hast. Das würde ich hier nicht untergehen lassen. Hast dir Mühe gegeben und hier ein bisschen mehr geschrieben. Ich finde, der Postanarchismus hat ganz interessante Takes zur Komplexität von Machtverhältnissen und bezieht sich da auf den Poststrukturalismus, daher auch der Name. Hauptsächlich geht es in der Kritik an einigen traditionellen anarchistischen Konzepten meiner Meinung nach um den Fortschrittsoptimismus, der Annahme von einer grundlegend guten Natur des Menschen und dem Klassenverhältnis. Vielleicht könnt ihr ja mal wen einladen. Ich glaube, der Diskurs wäre schon echt spannend. Kann sein, dass der Diskurs spannend ist. Ich glaube halt, dass von den drei Punkten, die du genannt hast, wir da halt für uns eh auch eine Aktualisierung vorgenommen haben, wo man jetzt den Postanarchismus zumindest für mich halt jetzt nicht für brauchte. Also jetzt mit der, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ne, mit dieser Kritik von dieser Annahme der grundlegenden guten Natur des Menschen und diesem Fortschrittsoptimismus, da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Aber zum Beispiel, was das Klassenverhältnis angeht, glaube ich, werden wir damit nicht einhergehen, weil ja dieser Poststrukturalismus ja sehr stark dazu beigetragen hat, dass die Linke weggekommen ist von einem Klassenverständnis und dass er so aufgeweicht hat und generell weg von der Begrifflichkeit gegangen ist und das irgendwie so nebulös alles geworden ist. Ja. Das ist ja ein nebulöser Begriff, ne? Ja. Wer von uns möchte sich jetzt hier hinstellen und mal eben Poststrukturalismus definieren? Joshua. Nee. Das ist auf jeden Fall was nach dem Strukturalismus kam, mein Lieber. Also die Frage, was ist der Strukturalismus? Irgendwas mit Claude Lévi-Strauss und traurige Tropen. Ach, Gremlins. Tatsächlich weiß ich noch, bei der Mama von meiner Ex-Freundin, einer der Momente, wo sie mir am kritischsten gegenüberstand, als ich gesagt habe, dass ich noch nie Gremlins geschaut habe. Weiß nicht, wurde ich richtig dafür geschämt. Habe ich tatsächlich bis heute auch noch nicht. Was ist Gremlins überhaupt? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Wie war das nochmal? Gremlins dürfen nicht irgendwie mit Wasser in Berührung kommen. Diese kleinen Viecher. Ah, die immer in der Werbung kamen früher? In der Werbung? Kamen nicht in der Werbung? Ich glaube, es kamen sehr oft kleine Viecher in der Werbung vor. Also nicht futtern. Ja, genau. Ich habe wirklich null Ahnung, worum es geht einfach. 12? Was ist das? Ich kenne. Warte mal. So, wir gucken uns das jetzt mal an, was das ist. Was sind Gremlins? Kommt da zuerst hier irgendein Rapper, der Gremlin heißt? Da. Trailer ohne Werbung, sehr gut. Wie sieht das denn aus? Ja, genau, das sind die. Aber warte erstmal, wenn die garstig werden. Wenn die garstig werden? Ich meine, das wäre was mit Wasser gewesen. Ist mein neues Haustier. Er heißt Gizmo. Er ist ein Mogwai. Hallo, Gizmo. Mogwai sind süß.
Lieb und flauschig. Solange sie nicht... Hey, wir werden fotografiert. Geblendet. Nass. Und nach Mitternacht... Vielleicht gibt ihr jetzt endlich Ruhe. Gefüttert werden. Das ist ja mega geil. Von Produzent Steven Spielberg. Gremlins, hä? Ein Monster. Hunderte, hä? Vielleicht sind es auch Tausende. Es werden nur wenige Stunden vergehen, dann wird diese Stadt in ein Katastrophengebiet verwandelt. Wir müssen die Menschen unbedingt warnen. Ich schmiede aus meiner Küche! Sie sind hier drin. Alle Gremlins? Hi ho! Hi ho! Ich glaube, ich hatte noch nie so eine Treppenlift. Da wird jetzt echt sehr viel drin verarbeitet. Gremlins, kleine Monster. Als Blu-ray und digital. Ja, aber das war wirklich nur so ein Ding, um dieses Spielzeug. Also jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich das auch schon mal so früher im Spielzeugregal gesehen. Aber das ist doch wirklich nur dazu da, um das irgendwie zu verkaufen, oder? Aber sehr witzig. Lohnt sich vielleicht, das zu gucken. Dieses ultimativ trashig Ort. Horror für Kinder, ja, das ist eigentlich sogar ein recht interessantes Konzept natürlich. Ja, Furbies. Sind das nicht Gremlins? Ah, Furbies, ja. Sind Furbies nicht Gremlings? Furbies. Mach mal einmal eine Furbies-Werbung an. Und das Ähnlichkeiten hat. Ja, such mal. Furby. Gibt's da bestimmt noch eine alte Super-RTL-Werbung, oder? Geschrieben. Ja, warte. Mach mal Super-RTL-Werbung. Super RTL. Oh, es ist so eine. Es ist so eine Werbung von allen möglichen Spielsachen, aber es sind bestimmt noch Furbies dabei. Das sieht cool aus. Im Keltenreich ist ein Kampf entbrannt. Die Schattenarmee überfällt das Land. High Lord oder Druide, wer kommt an die Macht? Du bist der Feldherr und entscheidest die Schlacht. Die Claymore-Sage. Achtung, Leute. Los, hinterher. Ach, verdammt. Wo sind wir hier? Bei der Polizei, Freunde. So, ich guck mal, wo die Furbys sind. Wir wollen jetzt nicht hier das Ganze hier... Hundebabys? Wie diese... Einhörner, eine Pizza machen? Da sind echt viele krasse Sachen dabei. Ah, da sind die Viecher. Nee, das sind die anderen. Das sind andere noch. Das sind andere Viecher? Von denen gab es nämlich mal, wie heißt es nochmal? X-Faktor, das Unfassbare. Von denen gab es nämlich eine X-Faktor-Folge. Nintendo! Von diesen Viechern, die gleich kommen, die fand ich immer danach ein bisschen gruselig. Ein bisschen ist gut. Die lustigen Zaubertrolle von Hasbro. Nur echt mit dem Wunschjuwel. Okay. Keine Furbies. Boah, das Ganze. Jo, es gibt keine Furby-Werbung in diesem Complication. Was ist das für ein Scam hier? Hm. Ja, okay, dann gucken wir jetzt halt einfach hier. Ja, aber die Dinger, die waren auch richtig gruselig. Ah, 1998. Absolutes Nightmare Fuel. Schrecklich.
Your Furby sneezed and gave mine a cold. Das ist echt gruselig. Furby, the Gigapet, you really. Man guckt dir einfach diese Augen an. Das ist wirklich, man hat halt jeden Moment das Gefühl, dass einen so ein Vieh die Kehle aufreißt. Ich finde das wirklich, das. Ich glaube, das ist tatsächlich auch optisch. Ich meine, das wird ja immer über Animatronics gesagt, ne? Hm. Aber das von diesem Gesicht her, finde ich. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch mit als Inspiration für so Five Nights at Freddy Horror gegangen ist. Naja, Leute, das war ein kleiner Abstecher in dunkle Spielzeugzeiten von damals. Cameron hat seine Cousine bestimmt auch nur besucht, wenn er musste. Was ist Neues? Ey, ich fühle das, ne? Ich hatte damals auch so eine Bionicle-Werbung, die ich mal versehentlich mit einer VHS-Kassette damals noch. Mein Papa hatte sehr lange VHS-Spieler. Ja, klar. Aufgenommen habe vor so einem Film und ganz, ganz häufig habe ich mir einfach nur diese Werbung bewusst angeguckt, weil ich die als Kind so cool fand. Ich war riesiger Bionicle-Fan, ne? Ja, und vegane Zecke, es gab auch so einen Roboterhund, der pinkeln konnte, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe auch eine gute Story zu meinem mit meinem Stiefvater im Kino gewesen. Und wir sitzen so, und da kam ja vorher immer früh viel Werbung vorher. Und dann war halt wirklich immer so laut, so und halt auch Werbung für andere Filme. Mhm. Ne? Und dann war dann halt bei der Filmvorschau war halt immer so ganz laut so: Scheiß Film, das sieht nicht gut aus, was ist das denn? Und dann kommt halt so ein Reiter auf einem Pferd halt so die Peri und so, so ein Cowboy halt, und dann steckt sich so eine Zigarette an und er so: Das ist ein guter Film, Marlboro. So genau in diesem Moment wie so von dem Stiefvater. Richtig guter Moment, so richtig witzig. Hallo Marius. So, Leute, haut noch mal einen raus hier. Machen wir noch mal eine letzte Runde, ne? Genau, letzte Runde. Worum wir noch sprechen? Togo. Togo? Hast du früher Togo geguckt? Togo. Super RTL? Klar. Ich weiß noch nicht mehr genau, was das war. Das war diese Kindersendung. Ich habe das geguckt, aber... Ich glaube, so Togo Magazin oder so. Ich glaube, das war so ein bisschen wie Punkt 12 für Kinder. Weiß nicht, ob du Punkt 12 kennst. Nee. Was ist das? Das habe ich manchmal geguckt, wenn ich damals krank war von der Schule. Das war, ist so um 12 Uhr so ein Mittagsmagazin, wo eigentlich nur so Scheiße drin vorkam. Also wirklich so einfach nur Müll. Irgendwie so Gossip über die europäischen Adelshäuser. Wie läuft es bei der Ehe vom Graf von Monaco? Okay. Irgendwie Produkttests. Kann ich meine Fischstäbchen auch selber machen? Und welcher deutsche Wasserpark hat die beste Wasserrutsche? Okay. Also ein bisschen wie Galileo, nur dass man nicht so klug geworden ist wie bei Galileo, weißt du? Ja, stimmt, Marius. Also das letzte Mal, als ich das geguckt habe, war das mit dem Garwick so, dass sie sich nicht sicher waren. Gibt es da jetzt neue Infos? Ich hatte eigentlich jetzt mitbekommen, also ich hatte nämlich auch erst die Nachricht bekommen, dass er verhaftet wurde und dann, dass er aber doch irgendwie entkommen war, und dann habe ich jetzt wieder was irgendwie zu... Kommen. Aber dann es wurde ja auf jeden Fall ein Typ verhaftet. Super Magic Mind Profiler oder so ihn gefunden. Nee, das war der Falsche. Also der damals, ja, das weiß ich auch, dass damals... Nee, jetzt. War da irgendwie... Ich habe irgendwie komische Sachen bei Welt, vielleicht Super Recognizer, genau, ein Super Recognizer. Und die haben den jetzt gepackt, der Super Recognizer. Oder er ist wieder entkommen, wir wissen es nicht.
Typ ist echt ein Phantom, yo. Aber wenn man so lange Untergrund gelebt hat, dann... ja, soll, aber das war halt, also den einzigen, ich habe das auch gesehen, aber da waren halt dann einfach nur so verwirrte Journalisten, die gesagt haben, ja, die Bild-Zeitung hat irgendwas gesagt, wir wissen aber nicht genau, ob das stimmt. Das ist irgendwie auch nicht die stärkste Quelle. Ja, ja. Bild-Zeitung hat irgendwas gesagt. Ja, vor allen Dingen zu solchen Themen nicht. Die haben ja, sag ich mal, ein sehr persönliches Verhältnis zur RAF. Eine Filmempfehlung zum Abschluss. Ja. Wir waren im Kino gewesen. Wir waren im Kino gewesen. Ne? Wir haben den neuesten Nick Cage geschaut. Ja. Long Legs. Long Legs, ja. Es geht um, grob gesagt, eine FBI-Agentin und ihre Jagd nach einem satanischen Serienkiller. Ja, wenn ihr Nick Cage mögt, dann ist es eine sehr große Empfehlung. Man kriegt Nick Cage. Man kriegt eine Cage. Und rein filmisch, wenn man Horror mag, das ist ein Horrorfilm, also der kann wirklich was und sollte man sich, wenn er auch im Kino angucken. Also es ist jetzt halt nicht rein vom Film her so das Beste, was man auf die Leinwand bekommt. Ich glaube, IMDb hatte irgendwie eine 7,1 gewertet. Da war ich halt, da war ich halt etwas verblüfft. Also ich fand den doch schon deutlich besser als 7. Also jetzt halt so in so einem Bereich von 7,5, 7,8, so würde ich ihn halt schon mindestens ansiedeln. Und er war halt filmisch wirklich sehr interessant. Also hat sehr, sehr viele coole Sachen gemacht, sehr, sehr viele coole Shots, sehr atmosphärisch stark. Also kann ich schon empfehlen. Ja, Nightmare ist der Hype berechtigt. Ich hatte auch am Anfang so ein bisschen mitbekommen, dass er gerade ziemlich gehypt wurde. Und ich würde sagen, dass der wirklich auch Teil von einigen guten, also dieser ganzen Welle von einigen guten neuen Horrorfilmen ist. Mhm. Also ich würde das auch sehen, wie du gesagt hast, er ist wirklich an vielen Stellen handwerklich richtig schön gemacht, hat tolle Filmaufnahmen. Es gibt einige Aspekte, die wirklich auch von jetzt den Sachen, die dargestellt werden, wirklich sehr, sehr gruselig sind. Ne? Mhm. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel spoilen, was da noch... Ich habe mich das ein oder andere Mal an Joshua geklammert. Schön, dass ich bin jetzt nicht so der große Screamer bei Horrorfilmen. Ja, das war witzig, wenn wir so Horrorfilme gucken, ich komme da halt immer so relativ schlecht auf klar. Speziell bei so, wenn dann so überraschende Momente kommen, dann bin ich immer so... und Joshua sitzt einfach nur so da, so wie er immer sitzt. Ja, doch. Manchmal zeige ich auch eine Reaktion. Dann guckst du mich halt so an und machst irgendwie so. Wegst halt so langsam deinen Kopf rauf und runter. Oder sowas. Ja, so ein Bestärkendes. Handelst richtig. Ist ich war auch an dieser schockiert. Stelle angebracht, dass man sich erschreckt. Naja, aber wirklich auch. Ganze, wie Nick Cage dargestellt wird, auch. Ja. Finde ich sehr stark gemacht. Wollen wir nicht zu viel verraten? Aber auch vom Setting her, ist es ja auch eher, also so dieser ganze Bereich von so Okkultem, haben wir dann auch mal festgestellt danach, dass es sehr wenig dazu gibt, ist ja für uns halt ein sehr wichtiger, also für dich nochmal deutlich mehr als für mich, aber auch für mich ein wichtiger Bezugspunkt, so kulturell diese ganze H.P. Lovecraft und okkulte Geschichten und auch, aber auch so dunkle Kunst und Magie und all das. Das ist halt sehr, sehr spannend für uns und da gibt es sehr wenig coole Filme zu und wenn man darauf steht, dann ist vielleicht kein Muss der Film, aber schon sehr nah dran. Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, und man muss das ja auch so sehen, wir haben jetzt wirklich in den letzten Jahren einige tolle Horrorfilme gesehen und mir gefällt die aktuelle Schlagrichtung, weil es gab ja wirklich so eine Phase, so irgendwie so gefühlt so Ende der Nullerjahre und weite Teile, so bis in die Mitte der Zehnerjahre, gab es ja wirklich diese große Welle von, es kam nur noch wirklich so richtiger Trash an Horrorfilmen raus. Mhm. Also richtig, richtig viel Scheiß. Neuauflagen von bekannten Horror-Franchises so aus den 80er, 90er Jahren und halt wirklich die
Kinos wurden ja mit Müll geflutet. Und ich weiß noch, dass ich erst, ich war ja in dem Mad Max Sequel jetzt, dem Furiosa gewesen. Und ich hatte diesen Trailer für Longlegs gesehen und ich dachte mir, ach komm, das wird ja auch wieder einfach so ein Cash Grab. Aber der Trailer hatte mich dann schon irgendwie ab der Hälfte gepackt, weil ich auch, bin ja auch sehr großer Fan vom Buch der Offenbarung, die Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon in unserer Apokalypse-Folge ein bisschen nacherzählt. War ja tatsächlich Bibellektüre, die mich sehr mitgerissen hat. Und mir hat das dann einfach sehr gut gefallen mit den ganzen Zitaten, die davon gebracht wurden da drin. Ich verrate jetzt nicht zu viel. Ja, das war schon, jetzt komm. Aber das ist ein Trailer, mein Lieber. Das ist ein Trailer. Und Trailer spoilern auch immer voll viele, finde ich. Ja, kommt drauf an, was es ist. Es muss dich ja auch atmosphärisch da reinziehen. Und dementsprechend schaut euch gerne, wenn ihr nochmal einen Eindruck davon bekommen wollt, den Trailer an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Long Legs, geil. Hast du schon mal Prinzessin Mononoke gesehen? Nee, aber ich bin auch generell nicht so anime-mäßig drin. Also ich finde ein paar Sachen nice, aber da bist du auch mehr drin. Ja, Prinzessin Mononoke auf jeden Fall. Einer der Filme meiner Kindheit. Auch, ja gut, was soll man dazu sagen, einer der besten Ghibli-Filme, das sagt halt nichts, weil eigentlich alle zumindest von den klassischen absolut grandios sind. Ich habe ihn damals sehr geliebt. Ich habe ihn dann auch vor ein paar Jahren nochmal geschaut. Einfach toll. Das ganze Setting, so die Szenerie, der Mythos, der da drin aufgebaut wird, aber auch dieser ganze Konflikt zwischen Industrialisierung und so natürlicher Gesellschaft wird ja auch genauso wie Nausicaa bis heute auch von Umweltschützern genommen, um so eine gute Metapher für ihren eigenen Kampf zu sein. Teilweise auch ein bisschen grenzwertig. Ich habe auch Leute gesehen, die mal auf anarchistischen Klimaveranstaltungen mit Patches mit Kill All Humans rumgelaufen sind. Mit Prinzessin Mononoke. Ja, mit Prinzessin Mononoke. Es kommt Scheiße. Eben auch in dem Film vor. Das ist jetzt die Frage, ob man sich auf diese Aussage, gerade wenn man sich anschaut, wie sich das dann doch noch in dem Film entwickelt, einfach so beziehen sollte. Richtig hängen geblieben einfach. Gut, dann müssen wir einmal noch zu Renfield was sagen. Wie fandest du den? Haben wir auch beide zusammen im Kino geschaut. Das war der Dracula Cage Film. Der war, man hat auch Cage bekommen, man bekommt eigentlich immer Cage, wenn man Cage guckt. Also deswegen, man kann halt nie komplett was, ich glaube, wir haben halt mal ein, zwei Filme gehabt, wo wir gar nicht mehr konnten, aber wenn man den Schauspieler... Wir haben alle zu Ende geschaut, aber es gab ein, zwei Filme, wo man sich wirklich hart bereut hat, eigentlich. Aber man bekommt trotzdem in jedem halt Cage, deswegen, wenn man halt einen Schauspieler halt so richtig witzig findet und da halt so eine Obsession hat quasi, dann ist es halt immer gut. Auf eine bestimmte Art und Weise dann zumindest. Und bei dem war es halt, ja, der Film an sich, den muss man halt nicht gucken. Einfach so. Aber es war halt geil, Cage halt in dieser Vampirrolle zu sehen, weil das ja so eine seiner, hat er glaube ich mal auch in irgendwelchen Interviews gesagt, so eine seiner Lieblingsrollen halt war. Mit so Vampir sein und so. Und ja, war nicht auch einer seiner ersten Filme? Wie heißt der nochmal? Vampire's Kiss? Mhm. Wo auch dieses berühmte Meme entstanden ist von ihm. Mhm. Dem You Don't Say ist das, glaube ich. Ja, aber ich würde sagen, man kann sich eigentlich die Clips von Cage als Dracula anschauen. Die sind teilweise auch wirklich sehr schön vom Kostüm und von der ganzen Umgebung, wie er lebt und so gemacht. Und auch diese Vorgeschichte dazu ist recht unterhaltsam. Aber alles, was dann sich um Renfield, diesen Assistenten, selber dreht und vor allem seine Zusammenarbeit mit einer Polizistin, dieser Hauptplot, das ist fürchterlich. Absoluter Scheiß, wirklich. Auch ganz, ganz furchtbar. Ja, das... aber ich freue mich tatsächlich, um bei Vampirfilmen noch kurz zu verweilen, auf den Nosferatu. Da habe ich richtig Bock. Der wird ja... Gibt es ja jetzt ein Remake.
Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust zu. Da habe ich auch den Trailer zugeschaut. Das hat mich sehr begeistert. So, Leute, dann würde ich sagen, sind wir heute raus und wir hören uns am Sonntag wieder mit dieser absolut famosen Folge. Ich baue die jetzt schon viel zu sehr auf, aber manchmal ist man ja auch überzeugt von etwas, was man dann selber gemacht hat. Das wird auch schon strong. Ja, und Rainbow, danke nochmal für Doppelpack. Tatsächlich ist der auch schon länger auf der Liste. Ich glaube, ich habe ihn auch irgendwo mal bei uns bei Videos, die wir mögen, gespeichert. Ich mir dachte, den kann man mal irgendwann schauen. Der ist ja auch auf YouTube. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein Let's Watch mit irgendwas bei uns. Schön, dass so viele da waren. Also es ist Just Chatting-Sachen laufen echt immer recht gut bei uns, finde ich mittlerweile. Es sind immer viele Leute, die da Bock drauf haben, und das ist ja auch so eine der Formate, die auf Twitch halt sehr gut laufen. Aber wir hatten jetzt eigentlich die meiste Zeit auch oft dann um die 40 Leute. Also schon strong für uns, für einfach ohne, dass man sich einfach hinsetzt und einfach so ein bisschen quatscht. Und schön, dass euch das gefällt. Ist immer eine gute Sache für uns, dass wir dann zwischendurch mal was Lockeres einschieben können, wo wir uns nicht so viel Gedanken drum machen müssen. Macht ja auch Spaß, ne? Man kommt absolut. Ja... Absolut. Vom Höcksken auf Stöcksken. Genau, Höcksken auf Stöcksken. Ich habe mich immer gefragt, ob das, wie man das eigentlich richtig sagt. In diesem Sinne würde ich mal sagen, Glück auf und gute Nacht. Glück auf, ihr Lieben. Ciao, ciao.